Ja Leute, willkommen mal wieder zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich weiß, ist schon ewig her. Wirklich, ich glaube schon über ein Jahr, glaube ich sogar tatsächlich schon. Ich glaube sogar länger. Ich weiß tatsächlich jetzt nicht. Und zwar, heute starten wir zusammen unsere allererste YouTube FIFA-Karriere. Ich habe das Spiel natürlich schon ein bisschen länger, ist klar. Und zwar starten wir, wollen wir noch gar richten erst. und zwar spielen wir heute mit einem Verein, der grundsätzlich den schon lange gibt, seit 1912. Man sieht ihn ja auch, der SV Gundamatik Ried. Die war mal, das heißt gut, aber für österreichische Verhältnisse mal ganz oben mitgespielt, dann sehr stark abgestürzt, jetzt auch erst wieder mal aufgestiegen. Jetzt ist er gerade aktuell in der ersten Liga Fünfter, soweit ich das jetzt noch weiß. Und ja, es wird Zeit, dass ein neuer Trainer kommt und die Mannschaft wieder dahin bringt, wo sie mal war. Das Höchste, was die Mannschaft zusammengebracht hat, ist Herbstmeister. In welchem Jahr weiß ich jetzt nicht. Ich meine, sie haben schon zweimal den österreichischen Pokal gewonnen, so ist es nicht. Aber so in der ersten Liga ist das Höchste Herbstmeister gewesen. Und wir sind natürlich ein erfolgreicher Trainer, würde ich jetzt mal sagen. Glaube ich halt mal. Guck mal. Und versuchen, diese Mannschaft wieder dahin zu bringen, dass sie auch Herbstmeister, wenn nicht sogar mehr schaffen. Man sieht hier, die haben nicht wirklich viel Transferbudget, 3,3 Millionen. Und da wir das ja auch relativ realistisch angehen werden, ist das auch so, die SV Gundamatik Ried kauft zum Beispiel kaum Spieler, hauptsächlich ablösefrei. Ich werde auch, ich nehme die jetzt mal, ich werde, jetzt sehen wir gleich, wie. So. Ach cool, dass ich das noch gar nicht. So, wir nehmen natürlich das kleinste Stadion, da die Rieder haben eigentlich ein Stadion mit momentan 7000 Plätzen frei. Da gibt es leider nicht, 9000 ist das kleinste. Und das ist natürlich die Josco Arena, die hier kommt. Und wir werden auch wahrscheinlich dann, sobald da ein bisschen was passiert, ich sage jetzt mal, mehr wir weiter raufkommen, werden wir auch hier das Stadion natürlich auch ausbauen. So, jetzt kommen wir her. Ich habe das ist ein bisschen anders in Erinnerung tatsächlich. So, und zwar werden wir Jobs von Nationalmannschaft ablehnen tatsächlich, werden wir nicht aktivieren und wir stellen die Verhandlungen auf streng. Da wir hier uns natürlich nicht leicht machen werden und wir natürlich hier ganz schön was reißen auch wollen. Machen wir das mal auf streng. So, jetzt spielen wir gleich weiter. Oh, jetzt sind wir hier. Hier gleich mal die Pressekonferenz. Wo hier vorgestellt. Ihr seht, ich habe mir zum Beispiel ein bisschen lockeren Stil gegeben, da ich halt einfach ein lockerer Trainer bin. Ich meine, ich habe das ist jetzt zwar jetzt da drin nicht relevant, aber der Trainer ist natürlich genauso alt wie ich. Also, das heißt, schräg das sind 19 Jahre alt, also sehr jung, hätte ich jetzt gesagt. Und dadurch sind wir natürlich, glaube ich, mit Abstand der jüngste Trainer, den es jemals gab. Und wir sind halt ein lockerer Trainer. Und ich bin gespannt, wie es wird. Ich heiße natürlich Niklas Kampfi, ist hier ganz klar. Auch mal gucken. Jo, wir gucken uns einfach mal die Mannschaft an, hätte ich gesagt. So. So sieht jetzt gerade aktuell die Mannschaft aus von Ried. Ist, ja, okay, aber auch nicht direkt gut. Und zum Beispiel die Formation, die spiele ich einfach auch nicht. Jetzt stellen wir jetzt gleich mal um. So, hier sind wir jetzt wieder. Ich hoffe, Florenz, du hast einen Schnitt gemacht. Ich hoffe mal. Ist egal. So, hier sehen wir die Mannschaft. Wir haben hier ein, ja, eigentlich eine, sage ich jetzt mal, für die österreichische Liga passable Mannschaft. Sage jetzt mal, mittel bis untere Tabellenhälfte. Also wirklich passable, hätte ich gesagt. Wir haben aber hier auch haufenweise Talente. Wir haben hier unten, wie man jetzt zum Beispiel sieht, einen Mikic. Mikic, der, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, Alter. Uiui. Kein Plan. Das ist zum Beispiel Talent Xavi, der zwar jetzt nicht mehr als Talent gilt, aber auch noch Bombe, also vor allem in der österreichischen Bundesliga richtig gut auch spielt. Wiesmaier, der auch gerade so seine Saison, seines Lebens spielt. Wir haben einen Platovic? Entschuldigung. Blavotic. Entschuldigung. Der gut ist. Wir haben hier einen Lackner, der schon Ewigkeiten bei der Ried ist. Wir haben hier noch ein Talent wie Stosic. Dann hier unten Schlosser, der ist aus der
nicht aus der Jugend, glaube ich sogar tatsächlich. Kraga haben wir. Wir haben hier tatsächlich schon ein paar Talente auch, die wir so ein bisschen was reißen könnten. Wir haben ja einen Meisel auch noch drin im Team. Also so grundsätzlich haben wir eigentlich ein ganz, wie gesagt, passables Team. Ne? Das müssen wir natürlich einstellen, auch mit Bissigkeit und Moral, die müssen wir auftrennen. Da stellen wir nochmal meine Lieblinge von der Verteidigung und der Offensive ein. So, und das Wichtige ist natürlich, wir haben jetzt eben 3,3 Millionen zur Verfügung mit dem Vorbereitungsturnier. Wenn wir das gewinnen sollten, haben wir sogar 4,5 8 Millionen, glaube ich, dürfen sein zur Verfügung. Das ist natürlich das Erste, was ich jetzt tue. Reed ist grundsätzlich ein Verein, der sehr auf die Jugend auch guckt. Haben auch schon ein paar Talente rausgebracht. Die haben natürlich jetzt nicht so große Namen wie jetzt zum Beispiel bei FC Salzburg, Rapid Salzburg, wo die natürlich wie ein Mané haben, zum Beispiel Keita, etc. etc. Also die haben ganz schön was rausgebracht. Das hat Ried jetzt in Dienste nicht, aber auch zum Beispiel Andreas Ulmer, der bei Salzburg, der 34-jährige Linksverteidiger, Salzburg schon jahrelang konstante Leistungen bringt, ist zum Beispiel und auch Nationalmannschaft spielt, ist zum Beispiel ein Rieder. Marco Grühl, der kommt zwar nicht direkt aus der Rieder-Jugend, ist aber in Ried richtig groß geworden auch und spielt zum Beispiel jetzt bei Rapid Wien. Ja, wie gesagt, wir machen einen kurzen Schnitt. Ich stelle kurz alles ein. Und dann sehen wir uns gleich wieder im nächsten Vorbereitungsturnier. Leute, ich habe jetzt da gerade mal in die Jugend geschaut. Es ist ja immer so, dass er drei Spieler von Standard. Ich habe die anderen zwar jetzt rausgeschmissen, wir waren einfach zu schlecht. Aber da haben wir einen jungen Österreicher, Außenrittschuss sogar drauf hat. Mit 5 Sterne Spezial. Alter. Den wir von Hause schon drin haben in der 68 und 11, den könnten wir theoretisch rausziehen. Das ist dann jetzt ehrlich gesagt sogar die Entscheidung von euch, ob wir den rausziehen sollen. Das dürft ihr entscheiden. Oder noch drin lassen. So. Leute, ich habe jetzt einen Scout verpflichtet. Ich habe nicht den besten genommen. Ich habe einen mittelmäßigen genommen, der was in Österreich für 9 Monate jetzt mal guckt, was er so findet. Das ist, damit wir das mal haben. Damit haben wir schon ein bisschen was anderes Geldes verpasst. Und jetzt werde ich noch kurz mal die Verträge verringern und Und dann sehen wir uns ehrlich gesagt schon im ersten Training tatsächlich. So Leute, hier das erste Training, die werde ich jetzt kurz mal spielen. Jo. Und dann machen wir nämlich das erste Training, machen wir jetzt eben. Die anderen Trainings schneide ich dann eben raus. Und dann gucken wir uns wegen Transfer. Ich habe jetzt nämlich gerade geguckt, wir haben nämlich 4 Torhüter und ich habe kurz überlegt, wir haben nämlich 2 Torhüter, die gar nicht mal von den Talente her, das weiß ich auswendig, gar nicht mehr so schlecht sind. Und wir die nicht sogar ausleihen, dass sie Spielpraxis bekommen. Aber das sehen wir uns gleich an, hätte ich gesagt. So, das erste Training haben wir geschafft und das sehr gut tatsächlich. Jetzt spielen wir gleich das nächste. Warum ich die Spiele spiele, ist das, dass einfach ich kann das nachsimulieren. Das A bleibt ja dann grundsätzlich bei jedem Training. Das heißt, ich kann das dann ausschalten, dass das überhaupt angezeigt wird und die Bissigkeit trainiert sich von selbst drauf.
So Leute, jetzt machen wir grundsätzlich noch die Transfers und dann sind wir eigentlich schon wieder so weit, das Ende der Folge und ihr könnt im Prinzip dann entscheiden, was wir holen oder nicht. Beachtet halt einfach auch, dass es natürlich realistisch sein sollte, dass es halt einfach, ich sag jetzt maximal wie 1,5 Millionen zahlen wir halt einfach nicht für ein Spiel, hätte ich jetzt persönlich gesagt, weil halt einfach grundsätzlich das halt einfach keinen Sinn macht, sonst normalerweise Reed kauft um 200.000, 300.000 ein und das war es aber auch schon wieder. Jo. Und grundsätzlich diese, nicht hast Moser und Wendlinger werde ich auf die Leihliste setzen. Sind die zwei Torhüter, was ich jetzt gemeint habe. Die was ich weiterentwickeln müssen. Und auch Krager werde ich auf die Leihliste setzen, weil ich schätze mal, der wird nicht so viel Spielzeit bekommen, weil wir haben hier einen Seiwald und einen Lercher, die sich hier auch entwickeln. Seiwald wird auch, ich sage jetzt mal, mehr Spielzeit bekommen. Der Junge, der entwickelt sich auch ganz gut. Dann haben wir noch eben Lercher stehen. So, in der Innenverteidigung haben wir Lackner, der 30 Jahre ist. Ich werde aber den wahrscheinlich nicht verkaufen, tatsächlich. Und möchte seine Karriere beenden, denn der ist halt einfach Legende, Brudi. Und ja. Wir haben hier auch haufenweise junge Mann, zum Beispiel Turi wird auch verliehen. Damit haben wir auch schon wieder aufgeräumt. Wir haben hier einen Ziegel, der auch schon 28 ist, der ist schon zu 2,9 dabei. Der wird ja auch, das ist auch Legende. Und ich werde hier die jungen Spieler, sage ich jetzt mal, ausleihen lassen, dass ich die entwickeln sollen und nicht auf der Bank versauern. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt sehr wichtig. Wir haben hier auch zum Beispiel einen ZOM zu finden und da wird einfach Pommer ausgeliehen jetzt. Auf der rechten Seite haben wir Kennedy, Wiesmeier und Bajic. Hier wird auch Kennedy, hätte ich gesagt, ausgeliehen. Der geht nämlich noch ein bisschen hoch auch, das weiß ich so wenig. So, der junge Mann wird auch noch ausgeliehen. So, und wir haben viel zu viele Stürmer meines Erachtens nach. Hier werden wir auch Schlosser ausleihen. Und werden tatsächlich, ich glaube auch, weil die noch ausleihen zusätzlich, dann zwei Stürmer haben. Und so haben wir eigentlich immer einen schönen Rotier zwischen zwei Leuten. Das passt, hätte ich jetzt gesagt. Jo, das dann schreibt mal in die Kommis rein, welche Leute ihr verpflichten wollt. Welche wir hier in Ried sehen wollen, welche Legenden, was für junge Talente. Und jo, dann hätte ich gesagt, sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? Dann sage ich Dankeschön, wünsche euch noch einen schönen Abend und schaltet beim nächsten Mal ein. Ciao!